Ni No Kuni 2 geht in die fünfte Runde. Wir haben die Prüfung erfolgreich gemeistert und wir haben diesen kleinen Wächterknubs bekommen. Der soll wohl dafür verantwortlich sein, dass unsere Verbindung so steigt, dass wir als König anerkannt werden. Die Frage ist nur, wo soll unser neues Königreich entstehen? Naja, wir haben erstmal eine Mission und zwar quatschen wir hier Daddy an. Mal gucken, was er zu erzählen hat. Oh, hätte nicht gedacht, dass ihr das Heil übersteht. Und ihr habt sogar meine nichtsnutze Tochter wieder mitgebracht. Dein Gesicht sagt mir, du warst erfolgreich. Glückwunsch, Knirps. Darf ich vorstellen, das ist der Wächter meines Landes, Remy. Remy Demi. Oh. Oho, das ist also der Wächter. Ziemlich mickrig. Und grinsen tut er mir auch zu viel. Sehr ekelhaft. Naja, größer ist nicht alles, was? Hat meine Frau immer zu mir gesagt. Hui. Was sagst du, Manause? Jungs, heute Nacht wird gefeiert und danach gereiert. Und zwar ordentlich. Bereitet die Kübel vor. Ich geh jetzt eine Fete. Oh, geil. Joho. Es gibt immer einen Grund zum Saufen. Wir haben einen Geschichtenerzähler. Und dann kam alles anders, oder wie? Oh, sieh nur. Ah. Ja, es ist schon morgen. Oh, wie schön. Ja, riesenschön. Bester Ausblick. Ach, okay, der Sonnenaufgang. Evan! Omae wa Ni no Kuni no Ou ni naritai to itta na. Hai. Ni no Kuni no Ou ka. お前の行く道、面白いもんが見れそうだ。おお、ディクニンソガ。風俗384。俺たちの命、お前にまとめて預けるぜ。Das ist schon irgendwie geil. Weil das kam so total überraschend, weil die wollten uns ja erst alle abmurksen. 風俗たちは、エヴァンの国の国民として加わることとなった。これが、二の国の王になるというエヴァンの長く険しい道の第一歩となるのである。Was er gelesen hatte? So wurden sie die ersten Betrüger des Landes und nicht Bürger. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Vereinigung ist. Ich meine, der Soran scheint ja ganz okay zu sein mit der Shanti. Aber die anderen, die würden doch für Geld alles tun. Und da ist er wieder, der mysteriöse Junge aus dem Traum. 君の言う通り、たくさんの人たちに出会ったんだ。みんな大切な仲間になってくれた。Wer wohl dieser blauhaarige Bengel ist? アルトの約束、果たせるかもしれないな。二の国の王になるんだって。すごいね。Der Junge hat Ni no Kuni gesagt. Was heißt denn eigentlich Ni no Kuni? Heißt das König der Welt? エヴァン。国を作ることは大変だけど、大きいろんな障害が君の前に立ちはだかるよ。Also ist es halt nichts anderes als wie bis hierhin auch. Viele Hindernisse, kein Problem. うん、わかっ。それでも僕は進む。うん、それでこそ王だ。これからいろんな人と出会うだろうけど、その人たちの思いを。Oh, das klingt schon herausfordernd da. Wir sollen von allen Menschen die Gedanken und Gefühle in uns aufnehmen? Naja, die könnten mich auch depressiver machen. Das hat er letztes Mal auch schon gesagt. Nee, speichern brauchen wir nicht.
ist ja erstmal nicht viel passiert. So, und wo ist jetzt unser Königreich? Das Neue, das Vereinte, das Gedeihte. So, alle mal herhören, das ist ja alles schön und gut, aber wir bleiben auf keinen Fall hier. Wir brauchen Betten mit Federn. Wir können ja wohl schlecht mit der gesamten Bande im Schlepptau losziehen, ohne auch nur die leiseste Ahnung zu haben, wo es überhaupt hingehen wird. Na, stimmt, Papsi. Und außerdem können wir hier nicht so von heute auf morgen alles stehen und liegen lassen, das geht nicht. Und was mit den Schwalbatrossen? Na, ich würde sagen, also einen Schwalbatross, den kann ich schon mal nehmen. Hey, Ivan, worum geht's bei euch gerade? Naja, wir überlegen, wo wir unser Land gründen sollen. Direkt vor Katzbuckel. Wir fangen mit Kanonen an. Da müssen wir wohl klein anfangen. Wir reißen uns am besten irgendwo ein Dorf unterm Nagel. Ja, genau. Plündern. Brandschatzen. Oi. Ja, Roland schüttelt schon im Kopf. Falls dir entgangen ist, wir wollen keine Piraten werden, sondern ein Land aufbauen. Ja, wir bauen unser Land nicht auf Leichen. War nur ein Witz. Das war ein Test. So jung und schon so humorfrei. Wer bist denn überhaupt? Du Lackaffe. Das ist erstmal nebensächlich. Eine gute Lage ist sehr wichtig für die Entwicklung eines Landes. Das ist eine ernste Angelegenheit. Oh, der macht immer ein Gesicht, als ob er sich hier was eingeklemmt hätte. Shanti, das ist wirklich ein ernstes Thema. Oh, direkt mal gedisst. Papst gedisst, Tochter gedisst. Und schon wollen sie sich uns nicht mehr anschließen. Aber ja, du hast recht, der sieht wirklich so aus, als wenn irgendwas eingeklemmt wäre. Ja, die lachen beide. Ein neu gegründetes Land befindet sich immer in einer gefährlichen Situation. Die bestehenden Mächte tolerieren nur selten einen neuen Rivalen in ihrer Nähe. Ist im einen so. Eine strategisch günstige Lage ist daher für ein kleines Land überlebenswichtig. Also gut, und was genau spielt ihr vor? Eine schwebende Festung. Oder irgendwo nah an einer Bergkette dran, dass wir einen Überblick haben in frontaler Richtung. Wir suchen eine Region mit leicht zu erschließenden Rohstoffquellen, die vor Angriffen von außen gut geschützt sind. Na, sag ich doch. Nah einer Gebirgskette wäre ein guter Anfang? Mit anderen Worten, ich habe überhaupt keinen Plan. Yes. Genau da? Da ist zumindest eine Anbindung zum Meer, das finde ich in Ordnung. Im Süden haben wir Gebirge, im Westen haben wir auch Gebirge und nach oben hin wird es dann ein bisschen offener. エヴァンたち神聖王国一派は進路を東へ取った。 Das reicht der Hoffnung. Kapitel 3. Die Götter würfeln nicht. Naja, da haben andere bestimmt auch eine ganz andere Meinung. Hört mal. Die Melanzani-Ebene ist gar nicht so weit weg von hier. Wenn man die Berge erstmal hinter sich hat, muss man nur noch durch den Ruinengürtel und schon ist man da. Oh, wir müssen durch einen Ruinengürtel. Dann können wir nicht einfach da rüberfliegen oder schaffen das die Schwalbatrosse nicht? Ich meine, die sind doch hier auf den höchsten Gebirgsebenen, oder nicht? Ja, und Roland fragt schon, können wir nicht einfach drüber, über den Luftweg? Haha, also unmöglich ist das nicht, bloß. Bloß was? Unsere Schwalbatrosse sind dafür gebaut, um auf dem Wind zu gleiten. Hier zwischen den Klippen weht ständig Wind. Aber das ist ja nicht überall so. Und ohne Nutzen uns die Dinger leider gar nichts. Ja, dann müssen wir wohl über zu Fuß gehen. Eieiei, da gibt's noch ein Problem. Ich habe nämlich gerade viele Blasen am Fuß. Ich kann nicht mit. Schmerzt ganz schön. Im Ruinengürtel geben sich die Räuberbanden hier aus, dagegen praktisch die Klinke in die Hand. Es gibt noch mehr Räuberbanden? Naja, ich sag mal, vielleicht sollten wir alle Räuberbanden für uns beanspruchen? Der erste Test, alle Räuberbanden vereinen. Erst Luftpiraten, dann Räuberbanden. Er unterscheidet das? Ist doch alles gleich ein Pack.
Kein Vergleich. Das ist wirklich ein ganz übler Haufen. Wenn die Blut riechen, kommen sie aus ihren Löchern gekrochen wie die Kakerlaken. Oh. Masse statt Klasse eben. Trifft übrigens auch auf mich zu. Für die Muckis habe ich jahrelang trainiert. Aber keine Sorge, wir werden da schließlich auch nicht nur zu viert anrücken. Shanti, geh du schon mal vor. Sonst werde ich ja nie los. Ach, alles klar, Hinz und Kunz. Jo, pass, wo drinzen? Jo. Hört mal her, Jungs. Wir werden in der Melanzade eben ein neues Königreich gründen und so. Und dafür müssen wir mit unseren Nachbarn im Ruin nur ein freundliches Gespräch führen. Alles klar? Also trommelt mal alle Jungs aus den Koyern. Ihr wisst, was das heißt. Freundliches Gespräch heißt Waffen packen, niedermetzeln. Wir dürfen endlich wieder abschlachten, juhu! kommt mir gerade recht, Boss. Ich habe schon länger einen Jucken in der Faust. Und selbst die Dame. Juhu, Penny! Penny? Alles klar. Ich bin schon ganz hibbelig. Ui. Wo kommt jetzt Penny her? Wer zum Teufel ist Penny? Penny? Was willst du hier? Soweit ich mich erinnere, haben wir Schluss gemacht mit dir. Ada. Hallo, ein neues Königreich. Na, wie oft passiert denn sowas wohl? Da will man doch dabei sein. Du großer, starker Soran, du. Warum eigentlich? Lass ihn doch mitkommen. Was sagst denn du, Evan? Na, wir sagen, je mehr, desto besser. Naja, bin sicher, ich hab doch hier auch nichts dagegen. Okay, na schön, kratz, kratz. Wenn's Evan recht ist, dann soll's mir auch recht sein. Aber eins sag ich dir. Wenn ich dir wieder aus der Patsche helfen muss, gibt's Klatsche. Ja, Patsche, sonst Klatsche. Aha, keine Sorge, wird schon schief gehen. Ja, das hab ich befürchtet. Pia, Carlo und Penny unterstützen dich ab sofort auf deiner Reise. Ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, die Herrschaften da, die sehen schon so aus, als würden die für Geld alles machen. Den traue ich nicht. Oh. Ab sofort kannst du im Kampf auch auf mich zählen. Der starke Soran. Leg dich nicht mehr Soran an. Bin ja mehr der Typ fürs Grobe. Aber die Entscheidungen in Sachen Taktik, die überlasse ich gerne meinem König. Oh, kann ich spielen? Also ist wirklich aktiv spielen oder ist er nur so ein Begleiter für irgendwelche anderen Schlachten? Ja, danke, du wirst sicher eine große Hilfe sein. Ah. Mit der berüchtigten Himmelsschlange als Verbündeten. Ach, die Himmelsschlange. Das klingt auch schon wieder irgendwie zweideutig. Die berüchtigte Himmelsschlange. Als Verbündeten kann man ja nicht. Kann nichts mehr schief gehen. Was? Yes. Yes. Genau, also dann auf zur Melanzane-Ebene. Ich mag die blauen Augen von dem Knurps. Hat irgendwas, hat was Beruhigendes. Sieht so freundlich aus. Lege unter Gruppe fest, wer an Kämpfen teilnimmt. Machen wir. So, Gruppe. Tatsächlich. Tochter und Papi sind vereint? Na, wir nehmen erstmal Shanti mit, denn Shanti ist ja Level 9. Die muss aufgelevelt werden. Und was der drauf hat, das werden wir heute wohl nicht in Erfahrung bringen, aber wir können Folgendes machen. Die Kämpfe sind ja sowieso mega unterfordernd. Warum denn nicht mit Shanti zocken? Egal, was sie drauf hat, wir werden auch die nicht weiter stärken. Wir nehmen einfach das, was sie hat und werden das nächste Gebiet einfach mit ihr zocken. Ist das ein Deal? Ich denke schon. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier hoch, oder was? Da ist ein Pfeil. Ist irgendein Pfeil? Ach so, ja, hier war auch der Ausgang. Ja, und die anderen Piraten, die lassen wir schon hier im eigenen Geheimversteck. Verhungern und verdursten. Wir können nicht noch mehr im Gelümmel gebrauchen. Und da gehen wir wieder diesen Weg lang. Oder hat vielleicht sie einen speziellen Skill, der verschlossene Truhen öffnen kann? Britzmatz scheint sich nicht zu interessieren für uns. Finde ich gut. Und nochmal zur strategischen Überlegung. Ich habe auch nochmal den Kommentar von H. Leslie gelesen. Und er hat wohl auch mehrere Berichte durchgecheckt. Und da festgestellt, oh, das Spiel scheint durch die ganze Story hinweg sehr trivial zu sein. Also das heißt, dauerhaft einfach im Gameplay. Also keine Herausforderung. Ob das wirklich so ist, ich weiß es nicht.
Aber wenn er das sagt, dann glaube ich das. Weil er ist ja auch jemand, der die Etrian Odyssey Teile genauso sehr gerne mag wie ich. Und da ist man auch dann ein anderes Kaliber gewöhnt. Ja, und das ist dann schon blöd, wenn ich dann lesen muss, naja, das Spiel ist dann halt nicht so interessant für einen, wegen eben dieser Leichtigkeit im Gameplay. Und das könnte mich zukünftig auch stören. Und das Ganze wurde ja auch bisher auch noch bestätigt. Das kommt ja noch dazu. Erinnert euch an den letzten Kampf. Da muss ich hin, oder was? Nee. Ich muss hier runter. Ich muss irgendwie da runter. Kann ich runterspringen? Ach. Wir müssen hier von losfliegen. Alles klar, dann machen wir es auch. Der Weg scheint unsichtbar. Wir können ihn nicht benutzen. Der Weg ist unsichtbar. Wir können ihn nicht benutzen. Verstehe zwar nicht, aber gut. Angriff von hinten. Was hat denn eigentlich Mrs. für Fähigkeiten drauf? Was war denn das? Wir konnten nichts erbeuten. Alles klar, es war so eine Raubfähigkeit. Na, dann werden wir uns heute mal ein wenig auf den Support konzentrieren, weil der Angriff von der Dame ist... Oh, ich bin kurz erschrocken, wa? Ich dachte, da kommt jetzt so ein Riesenelefant. Aber es war wieder die normale Beschwörungskanone. Weil die Dame hat es halt nicht so drauf vom Angriff. Ja, und was ich vorhin noch sagen wollte, ich werde hier gameplay-technisch aufgrund dessen, dass das Spiel eben so verdammt einfach ist, eher die Story durchziehen, wenn wir ein Gebiet haben. Ja, das bedeutet, als Beispiel haben wir irgendein Dungeon und dieses Dungeon hat links und rechts viele Abzweigungen, wo Truhen halt sind. Dann werde ich darauf im Gameplay eher verzichten. Und einfach wie bei Xenoblade Chronicles 2 so lange voranpushen, bis es halt dann so ein bisschen herausfordernd wird. Das heißt, wir kommen mit der Story gut voran und machen es uns dabei nicht zu einfach. Ich denke, das ist für einen Unterhaltungswert bestimmt mal ganz okay, wenn man auch irgendwann mal einen K.O. in Kauf nehmen sollte. Na, mal gucken. Vielleicht habe ich auch nächste Folge schon wieder einen komplett anderen Plan. Wer weiß das schon. Roland, du meinst, hier lauern diese Räuberbanden. Aha. Ja, Pia und Carlo sollten mit ihren Einheiten vorrücken und uns Brösche schlagen. Evan, damit du Bescheid weißt, vor einem militärischen Einsatz wird die Truppenflagge gehisst. Komm dorthin, wenn du bereit bist, zum Angriff zu blasen. Ja, davon habe ich auch schon was gelesen. Militäreinsätze, da sind so kleine taktische Schlachten. Bei Militäreinsätzen muss Evan als Kommandant maximal 4 Einheiten geschickt zum Sieg führen. Rufe bei einer Truppenfahne deiner Soldaten zusammen, um einen Einsatz zu starten. Okay, das heißt, wir können gar nicht uns das aussuchen, wir müssen jetzt auch so eine taktische Schlacht mal durchführen. Naja, von möchten kann nicht die Rede sein, aber wir müssen ja die Schlacht machen. Aber nett, dass uns das Spiel fragt und suggeriert, dass wir eine Wahl hätten. Oh, jetzt bin ich gespannt. Einsatzbesprechung. Nutze die Einsatzbesprechung, um den Einsatz gezielt vorzubereiten. Informiere dich über Einsatzziel und Daten des Gegners und passe deine Einheiten entsprechend an. Der Einfluss von Minapolis. Das ist ja scheiße und wisst ihr auch warum? Damit wissen wir schon den Namen unserer Stadt. Wie blöd ist denn das? Das heißt, Evan wird sein Königreich Minapolis nennen, wegen Mina halt und Metropolis. Den Namen finde ich gut, aber dass jetzt einfach hier so eingeblendet wird, ist irgendwie total scheiße. Ja, voll schade. Schade. Cool wäre es doch, wenn er sich das einfach so ausdenkt, dann kommt eine Szene, alle freuen sich. Ja, aber das ist dann eben wahrscheinlich schon ein kleiner Spoiler gewesen. Truppenvergleich. 5000 ist unsere Angriffsstärke. Wir haben Carlo und Pierre Level 1. Und treten an gegen Hammer, Sondereinheit und andere Sonderschüler. Alles klar. Aufstellung, können wir noch irgendjemand mit reinnehmen? Ne, reinnehmen können wir nicht, aber wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, auf welchen Knopf wir eine Einheit setzen. Und hier waren noch mal kleinere Details, die haben 400 und 200.
der stärker. Riesenschlange ist stärker. Na komm hier, ja komm, wir drücken einfach mal auf Start und checken ab, was passiert. Ja, Touris. Also so schnell kann ich nicht lesen. Und der sagt, wir wissen, was zu tun ist. Ich weiß überhaupt gar nicht, was zu tun ist. Steuerung der Einheiten. Sobald Evans Einheiten auf den Gegner treffen, greifen sie automatisch an. So weit, so gut. Bringe sie mit L1 und R1 in die gewünschte Position. Ach, die laufen um mich rum. Wie geht's denn das? Na so hier, weil wenn das Schwertkämpfer sind und wir am Bogenschützen... Na, kann ich noch irgendwas drücken? Die können sogar die Barrikaden zerstören, auch interessant. Nutzung der Ausdauerleiste. Bei einem Eilmarsch bewegen sich deine Einheiten schneller fort. Bei vollem Einsatz erhöht sich ihre Angriffsgeschwindigkeit. Halte X für einen Eilmarsch oder Viereck, um mit vollem Einsatz zu kämpfen. Na, lohnt sich das, die Teile hier zu zerstören? Du hast extra Erfahrungspunkte? Jo. Eilmarsch! Ah, das Waffendreieck. Muss ich sofort an Fire Emblem denken. Einheiten kämpfen mit verschiedenen Waffen. Schwert ist natürlich stark gegen Hammer. Hammer gegen Lanze und Lanze gegenüber Schwert. Schwert ist stark gegen Hammer? Also vom reinen Gefühl hätte ich jetzt gedacht, dass das Schwert eher stark gegen Lanze ist. So weit, so gut. Okay, alles klar. Na, die machen Rückzug. Alles klar, hier. Attackieren, und zwar volle Suppe. Der Ausdauerbalken haben wir jetzt schön verschwendet. Ich muss aber auch wirklich immer ganz nah an den Gegner ran. Spezialmanöver. Jede Einheit verfügt über ihr eigenes Spezialmanöver. Du kannst es einleiten, sobald die Anzeige voll aufleuchtet. Aber Vorsicht, Spezialmanöver brauchen Einsatzmittel. Einsatzmittel werden für die Befehligung... Ach, das sind die Einsatzmittel. Ah, verstehe. Es ist gar nicht die Gesamtstärke, das sind einfach nur Einsatzmittel. Also Punkte, die du zur Verfügung hast, die du ausgeben kannst. Und die Höhe steigt oder wechselt von Schlacht zu Schlacht. Kalor Spezialmanöver. Schwalbertrosse lassen Bomben auf den Gegner niederringen. Und von Pierre? Der Gegner wird für kurze Zeit zu Schockstarre versetzt. Schocken ist immer nice. Und auch hier müssen wir R2 gedrückt halten. Das kriegen wir hin. Ilva. Er ist der Boss der Banditen. Machen wir platt. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, geil. Ah, das sah echt irgendwie sehr geil aus. Ja, dann machen wir die Starre auch nochmal. Ja, machen wir mal einfach mehr fliegende Wechsel. Na, volle Batterie, da geht natürlich alles reingezwurbelt. Den werden wir bestimmt nicht das letzte Mal gesehen haben. Ach, wir können sogar Verstärkung rufen, indem wir Kreis drücken. Und das verbraucht auch Einsatzmittel. Und wie komme ich jetzt hier lang?
Ich habe keine Ahnung, was ich gerade alles gemacht habe, aber gut, die Tür ist offen. Naja, also erstmal muss ich gar nicht großartig meinen Grips anstrengen. Und die Fahne, müssen wir das irgendwie aktivieren, oder? Ich meine, die ist doch mega auffällig leuchtend. Aber da unten ist noch ein Symbol, wir haben noch irgendwas vergessen. Und das muss die Hauptbasis sein. Sturmangriff. Ein Sturmangriff spornt deine Einheiten an und sie sind für kurze Zeit jeder Art generischer Einheit überlegen. Zudem lädt sich die Ausdaueranzeige bedeutend langsamer. Wenn deine Waffen denen des Gegners unterlegen sind oder du dich einer brenzligen Lage befindest, drücke Dreieck für einen Sturmangriff. Das ist dann wahrscheinlich so eine brenzlige Lage. Oder eine Sage, eine brenzlige. Carlo erreicht Level 3. Und den haben wir immer noch nicht besiegt. Den Oma-Schurken. Der flüchtet immer weiter. Na, haben wir es jetzt geschafft? Und auch hier bin ich gespannt, wie das dann zukünftig gestaltet wird, wie herausfordernd diese kleinen Minischlachten sind. Und wir kriegen auch hier eine weitere Trophäe. Aber geil, ich finde es immer gut, wenn im Spiel so Nebentätigkeiten vorhanden sind, die abseits der normalen Story und des normalen Gameplays dir eben auch genug Abwechslung bieten. Finde ich gut. Oh, wir haben es geschafft. Oh. Hey, alles klar, Evan. Merk dir besser gut, was du während der Schlacht gelernt hast. Ja, verstanden. Ich danke euch allen. Ich habe gelernt, alle zu kommandieren. Das kriege ich hin. Und das ein Schnellreisepunkt. Du kannst über das Hauptmenü auf das Truppenmenü zugreifen. Wir können dort die Details einsehen. Ja, wer hätte es gedacht? So, kurz mal Schnellreise aktiviert und da ist 13. Level 13, Pustefee, aber wieso ist die orange? Ach, weil ja unser Level 9 ist. Wo müssen wir hin? Hier rüber? Ist das jetzt unser Königreich? Na siehste, Soran sieht doch sehr zufrieden aus. Wir sind Damana, das ist die Melanzani-Ebene. Das sieht doch schön aus. Aber sehr offen. Sehr weit und offen. Ah. Was für eine Landschaft. Ja, erstmal recken und strecken und schlafen legen. Naja, es wird auch ein sehr guter Wind. Yes. Hier beginnt es. Unser Königreich. Na und wie fangen wir an? Wir brauchen erstmal Rohstoffe, dann brauchen wir Schlafplätze, wir brauchen einfach alles. Okay, damit ist meine Frage auch beantwortet. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Sachen herkommen, aber wir haben es halt einfach. Puh, endlich! Alle Zelte stehen! Ich hau mich mal aufs Ohr und tschüss! Ich bin total geschlaucht. Evan, du kannst übrigens bei mir schlafen, wenn du willst. Wir gewöhnen uns besser nicht zu sehr an diese Zelte. Ich möchte so bald wie möglich zur nächsten Phase übergehen. Und dafür brauchen wir Rohstoffe.
Ja, insbesondere brauchen wir Baumaterial. Ah. Ganz genau. Wir müssen uns eine Quelle für hochwertiges Bauholz erschließen. Bäume pflanzen. Hey, auf der anderen Seite der Ebene liegt Nürswald. Dort gibt's große, starke Bäume in Hülle und Fülle. Rodung und Kahlschlag, sag ich. Ja, aber bloß nichts wieder aufbauen. Dann könnte ich wieder ein, Boss. Glaubst du wirklich, dass Nür einfach tatenlos zusehen wird, wie wir seinen Wald abholzen? Nür muss so eine Art Schutzgeist oder Schutzpatron des Waldes sein. Ach, deswegen nennt man ihn Nürswald, weil er Nür gehört. Sehr einfallsreich. Ja, Nür ist der älteste der Waldlinge, die in den Wäldern jenseits von hier das Sagen haben. Dann sprechen wir mit ihm zuerst, okay? Lass mal die Diplomatie dem Evan. Ich mach das für uns. Ha! Mach dir mal nicht zu viel Hoffnung, Junge. Nür ist ein legendärer Geizkragen. Bei dem läuft ohne Geld gar nichts. Wenn du bei dem so mir nichts, dir nichts aufschlägst und brav um eine Spende Holz bittest, ja, dann kommt der 3 Tage nicht mehr aus dem Lachen raus. Ja. Von einer Spende hat da keiner was gesagt. Genau, wir bitten ihn lieb mit unseren Waffen, uns etwas zu leihen. Oder zu schenken. Wir werden schon mit ihm ins Geschäft kommen. Oh, na da bin ich mal gespannt, Bürschchen. Yes. Na, wart's nur ab. Gehen wir nur erstmal einen Besuch abstatten. Geil, machen wir. Der Herr des Waldes. Sie kann Sachen kaufen? Verkaufen? Ach, guck ich mir gar nicht an. Nein, ich mach's nicht. Weil dann komme ich wieder in Versuchung, mich zu verbessern, was Ausrüstung angeht. Machen wir auf gar keinen Fall. Jetzt haben wir es zumindest etwas herausfordernder, weil das Level schon nicht so hoch ist. Mit der Shanti. Und mal gucken, ob wir da einen weiteren Bosskampf haben. Oh, was haben wir da? Ist das so eine Kampfesflagge? Ich glaube schon. Man kann also jetzt schon Kämpfe durchführen. So eine taktischen Kämpfe. Wir konnten schwer nichts erbeuten. Oh, was war das für Schaden? Was war das denn für Schaden? Okay, wir sind wirklich sehr schwach, Alter. Aber so ist geil. Kann mich irgendjemand aufheilen hier? Heilung? Und der ist im Level gestiegen, was? Die haben doch schon so viel Level. Shanti müsste im Level steigen. Oder kriegt er der Erfahrungspunkte, der die alle ummuckst? Weil dann sieht für Shanti aber sehr schlecht aus. Na, dann machen wir eben hier Fernkampfattacken. Hilft ja nicht. Der Supporter muss supporten. Ihr solltet mir doch erstmal andere Waffen zulegen. Ah, also ein bisschen mehr Schaden darf es dann schon sein. Wir haben gewonnen, aber immer noch kein Level up. Oh, Shanti, ich glaube, mit dir spielen, das ist sehr, sehr schwierig. Na, mal gucken, wie weit wir kommen. Mit der kleinen Maus. Eine Truppenfahne? Da gehe ich auf keinen Fall hin. Oder muss ich da hin? Nee, der Pfeil zeigt woanders hin. Und wir gehen auch direkt mal Richtung Pfeil. Na, da kann ich aber schön hier offscreen alles erkunden. Oh, was ist denn das da? Schau dir mal diesen pompösen Gegner an. Und Dornwolf Level 17. Muss ich überhaupt hier lang? Ich muss da lang. Da haben wir aber einen weiten Weg vor uns. Jetzt überlege ich, ob ich doch mal Shanti auswechsle. Weil wenn ich mit ihr sterbe, wie ist denn das? Ab wann bin ich denn überhaupt K.O.? Wenn der Hauptheld, also der Charakter, den ich spiele, drauf geht? Oder wenn wir alle hops gegangen sind?
Naja, dann können wir zumindest mal gucken, ob wir neue Ausrüstung bekommen haben. Durch das Besiegen von Gegnern. Ja, und ihr seht schon, die ist verdammt schwach. Die macht so gut wie überhaupt gar keinen Schaden. Und selbst der Papa hat einen stärkeren Bogen. Das ist voll ungerecht. Mega ungerecht. Kriegen wir aber hin. Level 14. Shinmere besiegen. Sofort besiegen, weil der sieht geil aus. Das ist ein Gegner. Kann das sein, dass wir überhaupt gar keinen Schaden machen? Ist das so eine Art Zwischenboss? Naja, ich gehe da mal weg, war. Also ich bin ein riesen geiler Supporter. Ein Schlag und ich wäre fast draufgegangen. Ein Schlag. Bitte was? Nein! Ich bin direkt hingerollt. Ich bin sofort hingerollt. Dann kann ich hier irgendwie aufhelfen. Geht das? Aber ich kann auch keine... Ich glaube, Items kann ich keine nutzen, oder? Ja, also ich bin der Meinung, das ist kein normaler Gegner. Und er lädt sich auf. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Aber ich kannte die Attacke nicht. Es hätte auch sein können, dass der jetzt irgendwie eine Stärkeaufladung macht. Oh, was ist das? Eine lila Truhe. Luftige Eisenlanze. Wir kriegen eine Eisenlanze. Heißt das etwa... Oh, schaut mal hier oben auf die Köpfe. Wenn wir weniger Lebensenergie haben... Dann wird das auch im Detail angezeigt. Es sieht so aus, als hätten unsere Helden Schmerzen. Oh, die Ärmsten. Und ich wechsle auch immer automatisch auf den nächst stärkeren Charakter. Das ist auch interessant. Na, dann bleiben wir doch erstmal bei Roland. Ja, so schnell werfen wir unsere Pläne über Bord. Ja, 35. Luftige Eisenlanze. Waffenelement Wind. Schaden gegen weiche Monster plus. Aber wieso ist das lilafarbend? Was ist denn jetzt an der Lanze so Besonderes? Wir hatten ja schon blau und rot. Die hatten ja auch zwei Effekte drauf. Dann bleibe ich bei der. Das muss ich da austesten. Ich meine, wir kriegen doch nicht hier völlig umsonst irgendeine fette Waffe. Ist nur schade, dass das Level nicht gestiegen ist, weil sie ja K.O. gegangen ist. Na, dann muss ich aber doch ein paar Gegner... zusätzlich besiegen. Mampfstar. Wieso dürfen wir eigentlich keinen Überraschungsangriff starten? Das ist auch voll fies. Ja, der Schaden ist... überhaupt nicht hoch. Und ich muss ausweichen. Ich kann nichts anderes machen, außer ausweichen. Ich hoffe, dass hier unsere Kollegen eine Heilung hinkriegen. Aber wir sind echt schwach. Die Dame ist schwach. Ah, ich hatte ja auch die Lanze noch gar nicht ausgerüstet. Habe ich ja auch vergessen. Wir haben ja gar nicht auf Halbautomatik oder Automatik gestellt. Ich muss da die Waffen immer manuell wechseln. Und die Wuchtanzeige sollte 100 betragen. Und dann wird ja der Angriff auch nochmal gemaxt. Ach, und hier haben wir wieder so einen Gegner. Sind da stärkere Varianten? Ja, warte mal. Ich werde hier mal abspeichern. Weil wenn ich jetzt wieder so einen starken Gegner habe und ich draufgehe, dann hätte ich ja diesen einen Kampf völlig umsonst gemacht. Aber testen wir aus. Wir machen ja mehr Schaden gegen Weichmonster. Mal gucken, ob das stimmt.
Irgendwas hat diesen Monster, ist da anders als bei den anderen. Ja, der hat eine Dunkelaura oder eine Giftaura um sich rum. Ach du dickes Ei, das hat uns gerade noch gefehlt. Ein besessenes Monster. Weil sie eine komische Aura haben. Die Monster spielen seit einiger Zeit überall verrückt. Aber das sind die gefährlichsten ihrer Art. Aber die geben ein hübsches Kopfgeld. Mehr Kohle bei solchen raren Gegnern, alles klar. Wir sollen einen großen Bogen darum machen. Ja, und nochmal, mit Nachdruck, nicht nähern. Besessenes Monster. Monster, die dem Dämonenhauch ausgesetzt waren, werden besessene Monster genannt und stellen eine besondere Gefahr dar. Du erkennst sie an ihrer seltsamen Aura. Sie greifen willkürlich jeden an, der sich ihnen nähert. Weshalb auf ihre Beseitigung ein ordentliches Kopfgeld ausgesetzt ist, stell dich ihnen, wenn du dich traust. Details zu den besessenen Monstern findest du im Almanach. Ja, machen wir. Ich meine, was haben wir denn sonst zu tun? Level 22? Oh, wir kriegen sowas von die Klatsche. Aber ich will mir nicht anhören müssen, warum hast du das nicht gemacht? Mindestens einmal testen. Eins. Und dabei bitte dran denken, wir haben ja eine Waffe, die mehr Schaden macht. Bei Schleimmonstern. Ja, kannst du knicken. Da kannst du sofort hier aufhören. Also das ist dann, also das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Und er kann sich auch noch härten. So härten, dass er keinen Schaden nimmt. Ja, ich muss bestimmt Magie anwenden oder sowas. Aber mein Ziel war es jetzt nicht, hier eine passende Strategie zu finden. Also da brauchst du Ewigkeiten. Also ein Schadenspunkt pro Schlag, das ist... Gib auf und kehre zum Titelbildschirm zurück. Nein, wir starten vom letzten Speicherpunkt. Aufgegeben wird nicht, aber haben wir es mal gesehen. Harte Monster gibt es ja also auch. Damit ist ja die Befürchtung komplett widerlegt. Also dann kann ich nicht sagen, dass das Spiel zu leicht wird, weil du hast ja dann doch ordentliche Herausforderungen. Das heißt, wie auch schon in den Folgen zuvor, vermutet, brauchst du dich ja nur darauf konzentrieren, was dir lieb ist. Willst du es härter haben, dann machst du eben so einen Gegner und spielst da eine Stunde lang, weil du permanent ausweichen musst und mit einem Schadenspunkt dem so viel Schaden zufügst, dass er dann irgendwann platt ist, aufgrund der zeitlichen Dauer, die du investiert hast. Ja, aber cool, dann gibt's ja keinen Grund zu meckern. Dann kann ja jeder überlegen, was für ihn das Richtige ist. Das heißt, dann habe ich auch keinen Grund mehr zu meckern. Alles schick. Oh, und ich muss diese Skills anders setzen. Ja, das ist nice. Leider ist der Schaden nicht ganz so groß. Aber ich bin da rausgewichen. Ich konnte in den Krassi reinlaufen. Warum? Aber so ist okay. Mit der gewonnenen Waffe spielt sich auch Shanti deutlich besser und angenehmer. Und schon ist es doch nicht mehr ganz so hart, wie es aber einfach noch gewesen ist. Magimamster. Machen wir auch platt. Und ich habe mich auch kurz gefragt, haben wir jetzt wirklich hier Nacht oder liegt das nur an dem Gebiet? Ah, es sollte nicht so ganz waghalsig nach vorne preschen. Oh! Die können Pfeile schießen. Da nimmt sich kaum was, ob ich mit einem Bogen drauf zimmer oder mit einer Nahkampf Speerattacke einen Hieb mache. Der Schaden ist fast identisch, aber ich bin halt mit den schnellen Angriffen, ja, wie der Name auch schon sagt, schneller. Wir kriegen einen Wasserring und ja, komm, rüsten wir aus. Rüsten wir aus, denn Shanti hat ja noch nichts Cooles anderes bekommen. Da ist er, der Wasserring. Aber die Rüstung ist schon recht dick. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Was ist das? Schleimmonster?
Kribli, Stufe 13. Kann ich herunterspringen? Leider nicht. Aber der Höhleneingang, der sieht so schön aus. Ich will da rein. Vielleicht muss ich ja auch da rein. Und habt ihr da hinten gesehen, das sah doch auch aus wie so ein Zwischenkartenboss. Das ist so ungerecht, dass die anderen so verdammt viel Schaden machen und ich muss gucken hier, dass ich so 4-5 mal attackiere und dann komme ich auf den gleichen Schadenswert. Ich meine noch 180. Schaden, der gute Roland. Ja, da wird man voll neidisch. Wir sind momentan noch auf dem richtigen Weg. Und hier könnte ich auch aussuchen, ob ich den Kampf ausweichen möchte, oder? Was darf ich hier runter? Ich kann hier nicht runter. Ja, okay, schade. So, und diesen Ork da hinten, den sollten wir ausweichen. Dann müssen wir erstmal warten, bis er weg ist. Ja, den wir mal kurz attackieren, weil sonst greift er uns an und macht eine Überraschungsattacke. Kann ich gar nicht gebrauchen. Ja, wir brauchen zu lange. Was haben wir denn sonst noch so für Attacken? Ach, können wir betäuben? Hat Shanti einen Betäubungsskill? Weil die Echse, die war doch gerade bewegungsunfähig. Testen. Ist er geflüchtet? Oh, waren das Gegner, die dir vielleicht mehr Erfahrungspunkte geben? Sah aus wie ein Elementar. Und den Typen? Na, ich weiß nicht. Der ist vielleicht zu hart. Aber man wächst eben auch nur an der Härte des Gegners. Also was soll's? Machen wir ihn platt. Der wird ja wohl nicht stärker sein als diese alte Chimäre, die wir hatten. Naja, solange der Uzi angreift, ist alles in Ordnung. Ich wollte doch bloß hier den Kreis aktivieren. Ja, das ist nur so eine Lebensattacke. Na, wir hätten uns natürlich auch vorher angucken können, was sie denn Schönes drauf hat. Oh je. Der macht aber bestimmt auch so eine Rundattacke gleich, oder? Ja, haben wir es überlebt? Hat keiner Schaden genommen? Sah gut aus. Na, die Attacke ging halt noch. Ihr müsst euch vorstellen, wenn er jetzt diese aufgeladene Attacke sofort ausgeführt hätte, dann hätten wir ein Problem. Aber wenn er so 5 Sekunden braucht, absolut in Ordnung. Kann ich hier was klauen? Na, ich habe keine Magiepunkte mehr. Hätten wir testen können. Wir hätten bei dem testen können, ob wir irgendwie was Schönes auch hätten klauen dürfen. Aber wir sind beim Wald. Und da ist noch eine Truhe. Die Truhe können wir uns noch holen. Und ich kann nur nochmal betonen, die Oberweltkarte sieht so verdammt megamäßig Hammer aus. Überall sind Truhen versteckt. Und wir haben auch hier ein Töpfchen Aroma bekommen. Na, mal sehen, ob wir Nils Wald noch schaffen. Ich habe jetzt überhaupt nicht auf die Uhrzeit geguckt. Es kann sein, dass wir schon am Folgenende wieder sind. Aber wenn wir ähnlich wie bei Shantis Rettung nur so ein ganz, ganz kleines Gebiet haben, dann können wir es noch mitnehmen. Nee. Man sieht ja den Wald vor lauter Zelten gar nicht. Erzählt ihn gar nicht. Das sind goldoradische Schriftzeichen.
Aha, und wieso kleben die hier an den Bäumen? Was ist das? Gordoradusch? Klingt nach Haribo. Gordorado ist ein Land, das im Süden dieser Wälder liegt. Dort sollten sogar noch mehr Leute leben als in Katzbuckel. Gordorado klingt sehr reich. Deswegen hat er auch gesagt, Geldleihen wird schwierig. Jedenfalls ist hier gewaltig was faul. Lasst uns mal den Alten ins Verhör nehmen. Oh. Wo ist denn der Alte? Erstmal abspeichern. Oh. Wir waren, glaube ich, bei 5:30 knapp. Naja, eine Viertelstunde. Wir haben noch eine Viertelstunde. Reicht das, um den Wald hier zu durchforsten? Wir sehen wieder Gegner. Naja, bis dahin schaffen wir es noch. Ich hoffe, das Gebiet ist nicht ganz so groß. Ist er das schon? Sieht so nach Endkampf aus. Ich würde sagen, ich hoffe, dass das Gebiet ist nicht ganz so groß wie der Canyon. Oh, Level 19. Komm nur. Was ist denn jetzt passiert? Wir sind erwacht. Wieso denn das? Wir hatten eine Erwachungsanzeige. Hatten wir da schon mal eine Einführung bekommen? Wenn ja, habe ich komplett dann nicht geschnallt. Und die kann Minions rufen. Die scheinen nicht ganz so stark zu sein, aber wer weiß, wenn die irgendwelche miesen Effekte drauf haben. Sowas wie Lähmung oder so. Oder Schlafzustand. Boah, 100! Das war ein Fehler. Ich habe sie unterschätzt. Und das wieder kurz vorm Sieg. Nein, es ist einfach nicht zu fassen. Und damit hat nämlich unsere Shanti wieder Lebenspunkte oder Erfahrungspunkte freiwillig verloren. Aber Gott sei Dank kriegst du die Erfahrungspunkte nicht erst nach dem Kampf. Sonst wären wir im Level nicht gestiegen. Aber es war kein Endfight. Das war wieder so ein ganz normaler Zwischenplot. Hi. Sind das die Gordoraner? Mianton. Ich bitte euch, lasst mich hier arbeiten. Ah. Ach nein, nein und nochmals nein. Was ist denn da los? Scheint als aus bestreiten. Nürs Gefolgsmann. Wenn ich es dir doch sage, wir brauchen so jemanden nicht. Warum versuchst du es nicht woanders? Kommt der aus Katzbuckel? Ich meine, der hat einen Katzenschwanz offensichtlich. Aber warum? Ich mache euch hier frisches, leckeres Brot. Wie kann jemand sowas abschlagen? Bitte, lass mich arbeiten. Ich verspreche, ich werde es nicht bereuen. Ich bin fleißig. Anno. Was ist denn hier los? Hi. Hi, hi. Dieser junge Mann möchte unbedingt als Koch unseres Herrn Nür bei uns arbeiten und leben. Ganz genau. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich lasse mich auf keinen Fall von meiner Entscheidung abbringen. Aber was ist das? Sagt mal, ihr seid doch... Eure Majestät, ihr seid am Leben. Mit dem Hut sieht man deine Ohren nicht, aber du bist eine Miets, oder? Bist du aus Katzbuckel? Bist hierher gekommen? Hi, genau, ich heiße Mianton und ich komme aus Katzbuckel. Ich war dort Kochlehrling und dann musste ich aus der Stadt fliehen. Wegen dem Putsch. Wenn du nicht weißt, wohin, dann komm doch mit mir. Wir haben in der Melanze-Ebene ein neues Land gegründet. Was? Wirklich? Neues Land? Oh, das wäre so toll. Ich weiß nämlich langsam wirklich nicht mehr weiter und wohin. Wir müssen verloren. Oh, da muss ich auf jeden Fall euer Hofkoch werden, bitte. Ich zaubere euch fast alles, solange ich ein Rezept und Zutaten habe. Wirklich? Das klingt doch vielversprechend. Na klar, kannst du mitkommen. Ihr werdet es nicht bereuen. Euer Land liegt in der Melanze-Ebene. Sagtet ihr?
Okay, wer weiß auch sofort, was ist? Wie wär's, wenn er sich nochmal umdreht und nochmal winkt? Ah, puh, vielen Dank. Ich dachte schon, der schlägt hier Wurzeln. Übrigens, was wollt ihr eigentlich, wenn ich fragen darf? Wollt ihr auch zu mir? Wollt ihr auch arbeiten? Ah, noch mehr Sorgen. Naja, euch kann ich es ja nicht abschlagen, was? Schließlich war das eine große Hilfe. Ja, wenn er wüsste. Denn wir wollen alle fünf auch Hofkoch werden bei Nür. Hat er fünfmal das Problem. Bitte, immer geradeaus. Immer geradeaus? Kriechen. Oh, hier kommen wir auch schon wieder raus. Da kommen wir raus aus dem Land. Und aus dem kurzen Gebiet. Ist das nur? Ja, so habe ich mir den auch vorgestellt. Was willst du? Meine Bäume fällen? Für irgendein Nest, von dem ich noch nie gehört habe? Ja. Ja, Sir. Nur hör mal gut zu, mein Lütter. Wenn dein Dollarkönig was von mir will, dann soll er mal lieber hier antanzen, kapiert? wie soll ich sagen? Ich bin der König? Fragezeichen? Ja, okay, mein Junge. Ich mein's ernst. Ich möchte euren König treffen. Dann können wir weiter schnacken. Ich bin wirklich der König. Mal ein bisschen mehr Respekt. Hier, das ist mein Wächter. Und das hier auf der rechten Seite ist mein Leibwächter. Ich habe also zwei Wächter. Ja. Das stimmt. Er hat doch einen Wächter. Ich glaube, das macht die Sache nicht besser. No. Ja, na, ist das denn die Möglichkeit? Na, gen, aber so ein König braucht doch, wie soll ich sagen, so eine Ausstrahlung oder Charisma oder wie das heißt. Oder eben sowas, gewisses Etwas, du weißt schon. Und das habe ich etwa nicht. Guck doch mal in meine Augen. Ja, hey, kein Grund, ohne Witz zu werden. Evan war immerhin der König von Katzbogel. Wenn auch ohne Wächter. Und nur bis zu dem Putsch. Aber er hat sich deswegen nicht hängen lassen. Nein. Er ist jetzt ein richtiger König mit seinem Wächter und baut mit uns ein neues Königreich auf. Also jetzt gib mir das verdammte Holz, du alter Knauserich. Na, sieh mal einer an. Der totgeglaubte König Evan in meinem Wald. Das. Ja, Mann, dramatische Wendung. Du erinnerst mich fast ein bisschen an mich, als ich selber noch ein grüner Schößling war. Aber leider kann ich dir nicht helfen. Dieser Wald gehört mir nämlich streng genommen gar nicht mehr. Den musste ich 60 verpfänden. Wer ist denn 60? Ich kenne 50. 60? Meinst du Sixtinius? Von Goldorado? Sixtinius von Goldorado. Wer ist das? Ah, Sixtinius! Das oberste Orakel gibt in Goldorado den Ton an. Das oberste Orakel ist da sowas wie ein König. Oh, als ich das letzte Mal bei Sixtinius in Goldorado war, da haben wir so ein bisschen gespielt und so hab ich wohl mein ganzes Land verzockt. Ist das ein Zocker? Und ich, Dösbuddel, hab mich blank abziehen lassen. Mein ganzes Geld hab ich verwettet und dann aus lauter Ärger auch noch den Wald. Der hat den Wald verzockt? Was ist denn das für ein Spiel? Du hast hier Knarren, du hast Mordanschläge, du hast Putsche, du hast hier Spielsucht. Das ist doch kein Spiel ab 12. Und jetzt schleichen ja überall diese Gestalten aus Goldorado rum, kleben Zettel an die Bäume und machen mir Vorschriften. Ach, das sind die Zettel an den Bäumen. Sowas wie hier gehört uns, wird gepfändet. Ah, verstehe. Die Zettel an den Bäumen, das sind so eine Pfandsiegel. Tatsächlich, es sind Pfandsiegel. Naja, vielleicht sollte man den Wald umbenennen in Sixtinius-Wald. Oi. Oi, oi, oi. Ha. Wer sich in Goldorado aufs Glücksspiel einlässt, der ist selber schuld. Den vertraut doch mittlerweile niemand mehr. Ah.
Ganz genau, das ist nie und immer mit rechten Dingen zugegangen, die haben betrogen bestimmt. Ein Staatsoberhaupt, das beim Glücksspiel betrügt. Wenn das auffliegt, gibt es sicher einen prächtigen Skandal. Und wir haben eine Idee. Nö, ich habe dann einen Vorschlag für euch. Wir besorgen dir den Wald wieder zurück und du gibst dafür halt dein Wald. Also quasi fairer Tausch. Ja, und er sagt auch schon, natürlich nicht den ganzen Wald, nur ein bisschen Holz. Wirklich? Naja, also wenn ihr das hinbekommt, dann könnt ihr so viel Holz haben, wie ihr wollt. Da bin ich sehr spendabel. Yes. Gut, dann sind wir uns also einig. Ist doch so, oder Evan? Ich hab mal für dich gesprochen. Ja, ich find das sowieso nicht fair, dass das nur seinen ganzen Wald verloren hat. Auf geht's nach Colorado. Naja, also ob das nicht fair gewesen ist, können wir gar nicht beurteilen. Mit etwas Glück eine Audienz. Ja, und damit war's das auch für den heutigen Part. Ich bedanke mich mal wieder an der Stelle fürs Zusehen. Wir kommen doch gut voran. Ich werde jetzt erstmalig selber offscreen ein bisschen länger mit dem Spiel mich beschäftigen. Morgen gibt's wahrscheinlich nur eine Folge. Und mal gucken, wie weit ich vorangekommen bin. Weil auf der Oberweltkarte gibt's einiges noch zu erkunden. Und vielleicht sehen wir uns ja mit einer neuen Ausrüstung. Also seid gespannt, ich sage Ade und bis morgen und tschüss.